Und nun die neue, die man hier jetzt ausgestellt sieht, die 71 Blätter und ein paar Bilder dazu, die dazu passen. Ja, da habe ich gefragt, oder mit Fragezeichen, und er hat auch ein Fragezeichen zuletzt. Ist es die Warnung vor der nächsten Krise, die wir noch erwarten müssen? Und wenn diese Herrschaften, die da ein Teil davon aufgelistet sind, wenn die das 20. Jahrhundert redigiert haben und begleitet haben, und die vielen Kriege, die da entstanden sind, die Menschheit sich gegenseitig also ungut war, und der Sozialismus und das, was kann man denn erwarten von unserem jetzt angefangenen Jahrhundert? Warum heißt das Vulcanus? Er hat geschrieben, das ist übrigens ein sehr interessantes Vorwort von ihm, in Russisch, in Englisch und in Deutsch, haben wir versucht, das zu interpretieren. Was erwarten wir, wenn wir auf dem Rand dieses Vulkanes sitzen, unter uns brodelt die Lava und wir denken, alles ist gut, Demokratie ist doch herrlich. Aber die Demokratie hat, wie er schreibt, seinen heiligen, religionsweisen Wert verloren. Das ist nur noch ein Name. Geht es wirklich demokratisch zu? Wird es demokratisch bleiben? Was wird die Zukunft werden? Also in diesem Sinne ist es sozusagen eine Warnung vor etwas, was vielleicht und hoffentlich nicht, aber vielleicht kommt es doch noch. Mindestens ist es an uns gerichtet, darauf aufmerksam zu sein und es nicht so einfach hinzunehmen, wie es kommt. Wir sollten alle, und besonders die Macher, ist ja Frau Angela Merkel auch drauf, nicht? Also dann sollten sie dafür sorgen, dass nichts Schlimmeres passiert als Besseres, nur nicht so wie im 20. Jahrhundert, sondern das 21. Jahrhundert hofft man doch, dass es besser werden könnte. Also in diesem Sinne ist es eine wichtige Ausstellung, wie wir meinen, in der Nachfolge eben von Dix und Gross und so weiter. Und nun ist Maxim Kantor dran. So, das war's. It's a great pleasure and honor to see you all here, and firstly I wish to express my deep gratitude to Nierenburg Gallery and to my old friends Florian and to Ergun, to Mukader, to Susanne, to Jörg, to all this wonderful family of Nierenburg which welcomed me here, and it's a great honor to be in this walls which also obtain great tradition of German art, of German art of resistance, of expressionist art, to which I have very, very special link and compassion and like traditional solidarity. And fortunately or unfortunately maybe, it seems that nowadays, the time of nowadays, turns in a way that one who really deals with art shouldn't only think about entertainment, but also about sharp angles of time, about all controversial problems which erased by this special period. And I'm very happy that Florian somehow shares my vision of this difficult period and gives me the opportunity to show all this to you. Thank you very much for it. Yeah. Thank you.